Liebe Freundinnen und Freunde, ich bin seit einem Jahr Mitglied im Parteirat und bewerbe mich heute erneut in dieses Gremium als Basismitglied. Heute habt ihr schon viel gehört. Ich teile vieles von dem, was meine Vorrednerinnen bereits gesagt haben. Vor allem, ehrlich gesagt, teile ich die Zuversicht und das Selbstbewusstsein, das Sandra heute Morgen angesprochen hat in ihrem Beitrag zu unserem politischen Austausch heute am Vormittag. Das kann ich gut nachvollziehen, das spornt mich an, das teile ich. Ich möchte trotzdem die Gelegenheit hier nutzen, meine 5 Minuten, um ehrlich gesagt zwei etwas selbstkritische Gedanken vorzutragen, die den Zustand der Partei im Allgemeinen betreffen, die ich aber gerne an der konkreten Situation klar machen würde. Der erste Gedanke kam mir auf einer Landesvorstandssitzung, das war die letzte Vorstandssitzung, an der ich teilgenommen habe, bevor mein Sohn auf die Welt kam. Das ist jetzt ein paar Wochen her. Das war die Sitzung unmittelbar nach der Bundestagswahl. Und die Bundestagswahl war natürlich Thema auf dieser Sitzung. Die Situation damals war die folgende. Die SPD hatte sich in die Opposition verabschiedet. Jamaika stand auf einmal im Raum. Alles war offen. Die Sondierungen hatten noch nicht begonnen. Wir haben darüber diskutiert, 9%, ist das jetzt ein gutes Ergebnis oder ist das kein gutes Ergebnis? Und die Diskussion verlief ehrlich gesagt ziemlich schnell entlang der Flügelgrenzen. Und das war doch eine erstaunliche Erfahrung. Auf der einen Seite waren diejenigen, die voller Inbrunst gesagt haben, diese 9%, das ist ein sehr großer Erfolg angesichts der Umstände. Das war überhaupt kein leichter Wahlkampf, aber wir haben uns wahnsinnig gut geschlagen. Es war ein deutlich besseres Ergebnis, als die Prognosen vorhergesagt haben. Das hat uns vor allem am Wahlabend ja wirklich euphorisiert. Und es war das zweitbeste Ergebnis überhaupt. Das ist also wirklich ein großer Erfolg. Zu den Leuten, die das so positiv dargestellt hatten, gehörte auch ich. Und meine Motivation damals in dieser Sitzung oder der Hintergrund, warum es mir so wichtig war, dass dieses Ergebnis positiv ist, hatte auch damit zu tun, dass ich nicht wollte, dass die gute Leistung unserer Spitzenkandidaten in Frage gestellt würde. Und dass ich auch nicht wollte, dass jemand anzweifelt, dass wir mit dieser Wahl auch ein Ergebnis, ein Votum zur Regierungsbeteiligung bekommen hatten. Auch das war mir wichtig. Ich wollte, dass diese beiden Sachen nicht untergehen. Auf der anderen Seite waren diejenigen, die gesagt haben, 9%, naja, das ist kaum besser als 2013. Und auch hier in Baden-Württemberg hatten wir uns eigentlich mal mehr vorgenommen. Die Rede war mal von 20%. Das ist jetzt schon eine Weile her, aber das stand durchaus mal im Raum und die haben wir nicht erreicht. Am Ende nach dieser Diskussion und nach dieser Sitzung standen wir ehrlich gesagt ziemlich unversöhnt nebeneinander. Die Perspektiven ließen sich nicht so richtig vereinen. Und das war mein Gefühl, wir waren in der Diskussion eigentlich keinen Schritt vorangekommen. Als ich dann nach Hause im Zug saß und ein bisschen Zeit hatte, nochmal Revue zu passieren, was da eigentlich passiert war, wurde mir auf einmal klar, dass uns eine Sache nicht gelungen war. Und das war zu erkennen, dass beide Seiten recht hatten. Denn 9% sind kein gutes Ergebnis. Wir können wirklich mehr. Und wir wollen doch auch mehr. Und trotzdem, und das ist ganz wichtig, trotzdem haben unsere Spitzenkandidaten einen wahnsinnig guten Job gemacht. Die sind über sich hinausgewachsen und das wissen wir auch. Und das ist genauso wichtig, Regierungsverantwortung, das Streben nach Regierungsverantwortung ist immer berechtigt, auch bei 9%. Das ist unser Anspruch, das sind wir, wir wollen doch etwas verändern. Das hängt nicht unmittelbar vom Ergebnis zusammen ab, das hängt damit zusammen, dass wir das wollen und deshalb ist es berechtigt. Was ich damit sagen möchte, ist eigentlich Folgendes. Das Fatale an unseren Flügelkämpfen, wenn sie denn stattfinden, ist nicht nur die Außenwirkung, sondern dass sie dazu führen, dass wir uns zu oft reflexhaft miteinander auseinandersetzen. Und dass diese ritualisierten innerparteilichen Debatten verhindern, dass wir uns weiterentwickeln, auch hier in Baden-Württemberg. Wir haben jetzt im Wahlkampf erlebt, dass wir auch anders können. Wir haben da eine große Geschlossenheit erlebt und wir haben vor allem einen unglaublichen Teamgeist erlebt, der die Sondierung geprägt hat. Man könnte jetzt denken, das ist doch die Lösung. Aber, und das ist der zweite Gedanke, der mir ebenso wichtig ist, Geschlossenheit ist kein Selbstzweck. Das ist die zweite Situation, die mich in der letzten Woche beschäftigt hat, die BDK in Berlin. Einige von euch werden dabei gewesen zu sein, ich war nicht dabei, ich saß zu Hause stillend vor Phoenix. Kann ich nur empfehlen, Phoenix ist perfektes Begleitung, wenn man stillt, ist schön langweilig. Und ehrlich gesagt, als ich mir Phoenix angeschaut habe, unseren Parteitag, wurde mir etwas mulmig, denn das Bild, was dort entstand, war doch ehrlich gesagt etwas verzerrt. Ja, unser Sondierungsteam hat sehr, sehr gute Arbeit geleistet und ja, Jamaika ist an der FDP gescheitert, das wissen wir alle. Aber dass wir heute in Berlin keine Regierungsverantwortung tragen, dass wir eben nicht die drittstärkste Kraft geworden sind im Land, das hat doch auch was mit uns zu tun. Das liegt doch nicht nur an den anderen.
Aber über das Wahlergebnis wurde auf dem Parteitag, dem ersten Parteitag nach der Bundestagswahl, nicht diskutiert. Es fand überhaupt eigentlich fast keine politische Debatte statt. Das fand ich doch komisch und hat bei mir ein Unwohlsein ausgelöst. Denn wenn wir uns nicht miteinander auseinandersetzen und mit den politischen Realitäten auseinandersetzen, das ist noch umso wichtiger, weil wir unsere Geschlossenheit nicht gefährden wollen, dann kommen wir in den nächsten 4 Jahren nicht voran. Geschlossenheit ist wirklich großartig, das haben wir alle erlebt, wenn sie das Ergebnis ernsthafter politischer Debatten ist. So wie auf dem Bundesparteitag in Berlin im Tempodrom. Da haben wir richtig hart miteinander gestritten, da haben wir wirklich gute Kompromisse erzielt und da sind wir euphorisch nach Hause gegangen. Geschlossenheit ist aber tödlich, wenn sie nur der Inszenierung dient, wenn sie Debatten verhindert, wenn sie Fortschritt unmöglich macht. Wenn wir besser werden wollen, und das müssen wir ja dringend in Berlin und im Bund, dann müssen wir unsere Argumente weiterentwickeln, dann müssen wir auch gegeneinander kandidieren, auf das sich unsere Besten durchsetzen. Die Urwahl, das ist mir noch sehr wichtig, die Urwahl hat doch gezeigt, dass wir stark genug sind für innerparteilichen Wettbewerb, dass wir das überstehen. Und nur so entsteht Bewegung und Dynamik. Nur so können wir dieses Gefühl der Ohnmacht überwinden, das sich bei uns doch ausgesetzt hat nach diesen Sondierungen. Ich fasse mich kurz zum Schluss. Mehr Mut zur Debatte, mehr Mut zum innerparteilichen Wettbewerb, weniger Angst, weniger Verzagtheit. Wir schaffen das, wenn wir uns miteinander trauen, das auch in Bewegung zu setzen und wenn wir miteinander kämpfen und auch gegeneinander uns auseinandersetzen. Ich glaube, wir kriegen das alles sehr gut hin.